Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Es ist ein neuer Tag. Bitte Backseat Gaming und Spoiler aus den Kommentaren raushalten. Ansonsten einfach alles reinballern, was ihr reinballern wollt. Ich bin bei der Drachentöterrüstung. Die nehme ich jetzt mit. Ich vermute, dass das eine optionale Sache ist. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wobei, da war ein Weg, der verschlossen war. Vielleicht öffnet sich der erst, wenn ich die Drachentöterrüstung gekillt habe. Schwer zu sagen. Weil hier gibt es nämlich hinten einen Aufzug. Das ist auch echt ein seltsamer Drache da. Oder komme ich da irgendwie da... Oh, da oben ist Loot. Oder ist es doch irgendwie ein Weg von hier, dass ich hier rüber muss und dann da drüben irgendwie nach oben kommen und den Turm öffnen kann. Könnte natürlich auch sein, ne? Ich vermute mal, dass Lothric irgendwo da oben wartet. Und dann müsste ich jetzt die Drachentöterrüstung nicht machen, um das Spiel zu beenden, aber... Ah, wobei, da hinten ist auch ein Durchgang, ne? Da hinten ist auch nochmal... vielleicht bewacht er auch. Da hinten ist auch nochmal ein Riesenschloss. Und hier auch. Mein Gott. Na gut. Machen wir sie platt. Let's go. Und ich habe mir gedacht, vielleicht... Vielleicht macht es ja ein bisschen Sinn, hier irgendwo zu kämpfen, damit mich diese Dinger nicht erwischen. Okay, so nicht. Alter Schwede. Ups. Du Mistsack. Wow, die Homing-Keule ist auch wieder am Start. Thank you.
Uff. Alter. So, jetzt haben wir die Nummer mit den... Oh, lasern können sie also auch. Mist. Ah, da bin ich mir nicht so sicher, ob das mit dem Schild hier eine gute Idee ist, weil der mir doch echt viel Schaden trotzdem macht. Ja, Ausweichrolle habe ich bisher eigentlich gar nicht gebraucht, ne? Dann probieren wir es mal mit dem dickeren Schild. Immer den Spinat aufgegessen, ja. Ach, natürlich habe ich vergessen, den Aufzug wieder runterzuschicken. Verdammt. Dauert jetzt natürlich. Das darf ich nicht vergessen. Der braucht auch eine halbe Ewigkeit, bis er runtergefahren ist. Ich will eigentlich nicht gegen den kämpfen. Na, der große Schild müsste ein bisschen... bisschen besser funktionieren. Ich habe immer noch sehr wenig Ausdauer. Bisschen doof ge- oh. Bisschen doof gelevelt an der Stelle hier. Aber... das noch. Und das darf ich nicht. Schade. Du Saftsack. Diese Blitznummer, ne? Die macht so viel Schaden. Boah. Da bringt mir auch der dicke Schild nicht so viel. Ja, ist ja gut.
Wow. Okay. Das war neu. Aua. Okay, nee, das ist es nicht. Ich glaube, das ist es nicht. Eie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 
Nee, das mit dem Schild ist schon gut. In welche Richtung kann ich denn laufen, dass er mich nicht so hart trifft mit seinem Schild, mit dem Schildschlag? Also hier ist klar, rechts, links. Und sobald das kommt, werde ich anders übel verprügelt. Wow. Oh, okay, die Bewegung war, mit der habe ich nicht ganz gerechnet. Jetzt kommen hier wieder Laserstrahlen und keine Ahnung was. Kann ich mich hier irgendwo davor verstecken? Was war das? Alter. Ich weiß gar nicht, was hier außenrum teilweise passiert. Das ist voll nervig. Blitzabwehr wäre eigentlich ganz cool, aber da habe ich halt nichts. Okay. Du Bazi.
Ey, hallo. Nein, jetzt habe ich... Ach. Weiß es nicht. Ich fühle irgendwie nicht so richtig. Ich muss ein bisschen mehr ausweichen, glaube ich. Ich fühle es nicht so hundertprozentig. Alter, ist ja gut. Was hatte ich denn da gestern für ein Pattern, ey? Naja, auf einmal kannst du in alle Richtungen mit deinem Schild prügeln. Miese Nummer. Richtig miese Nummer. Als ob er einfach den 360 macht. Wo soll ich denn da hin? Er haut einfach 360 Grad im Kreis um sich rum. Das gibt's doch gar nicht. So eine beschissene Scheiße, hey. Was? Dieser 360, Alter. Ey, reicht. Jungs. Komm, hüpf noch mal auf mich drauf. Und dann in den Abgrund, bitte. Na, zumindest bin ich so weit gekommen wie gestern ungefähr. Aber ist jetzt auch nicht mein Favorit, also mein Favorit an Bossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eher so, weiß ich nicht.
Am schlimmsten finde ich immer so 360-Grad-Schläge, wenn man es irgendwie schafft, hinter den Gegner zu kommen und er dich aber trotzdem trifft. Weil er dich verfolgt und dann auch noch das 360 Grad mit seinem Schlag abdecken kann. Sowas mag ich nicht. Sind nicht die coolsten Mechaniken. Ach, er hat mich gekillt. Ja klar. Ja klar. Okay, also der Kampf macht mir keinen Spaß. Ist jetzt nicht so geil. Julius, grüß dich. Hi. Ja, Marius. War so, oder? Nur die Wahrheit gesprochen. Wie es läuft. Ja, ich bin nicht so begeistert von dem Boss hier. Der ist so ein bisschen... Meh. Nicht so ein geiler Kampf. Vor allem auch wegen der Grütze, die außenrum passiert. Die gefällt mir am wenigsten. Ich guck mal, was hier sonst noch so geht. Vielleicht kann ich ihn ja umgehen. Aber dann muss ich ihn trotzdem killen irgendwann. Aber zumindest könnte ich Dark Souls 3 abschließen. Ich bin auf der Suche nach dem letzten Boss, mehr oder weniger. Ich habe das Gefühl, dass ich kurz vorm Ende stehe. Ach so. Ihr seid Armbruster. Ja, okay. Fuck off. Ja, die DLCs kommen dann auch. Und ich will ja alle Bosse aus allen moderneren FromSoft-Spielen killen. Das habe ich ja mir als Aufgabe gestellt, so ein bisschen dieses Jahr. Ich werde versuchen, es zu schaffen. Das heißt, die Drachentöterrüstung ist auf jeden Fall auch noch dabei. Aber wenn ich sie nicht jetzt machen muss, hätte ich damit jetzt nicht so das Problem, ehrlich gesagt. Bei den DLCs handhabe ich es aber so und auch bei den Bossen, die ich nicht gefunden habe. Da dürft ihr mir den Weg zeigen. Ja, genau. Trifft mich halt. Ey, ist nicht euer Ernst von da oben jetzt, oder? Ihr kleinen Ratten. Jetzt komme ich wieder hoch. Jetzt komme ich wieder nach oben und verprügel euch. Ken, grüß dich. So, das habt ihr jetzt davon. Selber schuld. Ihr hättet es auch einfach lassen können.
Ritterring. Aha. Erhöht die Stärke. Nehme ich. Hey! Ich weiß alles. Okay. Ha, da wurde sogar ein Riegel vorgeschoben. Ja, das war das. War's das jetzt hier? Ja, ne? Das war's. Und was wurde mir hier gerade angezeigt? Hier wurde mir beim Durchlaufen. Da. Achso, okay. Hä? Das war's jetzt hier auf der Seite, wirklich? Ja, wow. Na gut. Dann muss es doch. Ach, ein geiles Emote. Dann muss es wohl doch die Ritterrüstung sein, die mich weiterführt. Ah. Dann. Oder hier gibt's noch was. Dass es irgendwo da unten noch weitergeht. Ja, okay. Nee, sehe ich jetzt gerade irgendwie alles nicht. Ich renne jetzt da oben nochmal durch. Durch diesen... Eingangsbereich, aber durch diesen, da wo das hier, wo ich das Tor aufgemacht habe, renne ich mal kurz runter und gucke mich da um, aber ups. Also ich gucke mich mal ganz kurz nochmal hier um. Diesmal renne ich einfach dran vorbei. An dem Boy hier. Und schau mal, ob es hier noch irgendwo hingeht. Da gibt es eine Glut.
Aber nee, sieht nicht so aus, als könnte es, als würde es hier noch einen Loot geben. Einen Weg. Nee, brauche ich echt nicht hin. Was ist hier? Nee, auch nix. Alter, wie viel Schaden der mir gemacht hat. Holy. Thorsten, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Grüßt euch. Ja, mir scheint tatsächlich, ich muss diesen Boss töten. Oh Mann, für Fortschritt. Ich hatte gehofft, ich komme und ich komme drum rum. Nun. Dann habt ihr jetzt Spaß beim. Ihr könnt mich leiden sehen. Ich hab nämlich keinen Spaß bei dem Boss. Nicht so wirklich. Vielleicht ein bisschen, weil es halt ein Bosskampf ist, aber. Deswegen sind wir hier. Ja, ich weiß. Vielleicht ein bisschen zu viel gesoffen. Ach, das trifft mich natürlich. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den Schild treten. Ich wollte gucken, ob das bei ihm funktioniert. Komm, ey. Schon wieder viel zu viel gesoffen für das bisschen Schaden, das ich ihm gemacht habe. Und diese Rollerei. Wow, okay, alles klar, das geht also auch dreimal. Hämmer die Rollentaste, hämmer sie mehr, damit ich öfter rollen kann. Ich hasse das, ich hasse es. Kein Spaß. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er schwer ist. Er ist nur ein bisschen nervig. Das war jetzt, keine Ahnung, der vierte oder fünfte Versuch. So, ich weiß nicht. Ich find ihn sehr nervig. Und das ist das, was, glaube ich, mich am meisten frustriert. Ich glaube, ich müsste mich nur mal halbwegs konzentrieren, aber ich habe. Das ist, keine Ahnung, ich habe keine Lust auf diesen Kampf. Weil ich den irgendwie nicht cool finde. Und wenn ich keine Lust auf was habe, mich dann darauf zu konzentrieren, ist schwierig. Was soll eigentlich die Frage hier Fortschritt in einem Stream?
erkennen, was ich habe doch gestern, habe ich doch gigantischen Fortschritt gemacht. 4 oder 5 Bosse innerhalb eines Streams. Okay, ich kann sein Schild nicht treten. Das ist ja schade. Wow. Voll mies. Leute. Leute. Tut mir echt leid, dass ich da so... unmotiviert gerade bin. Aber der ist irgendwie... Ja, ich mach's mir absolut madig. Ja, das liegt... zu 100% an mir gerade. Das will ich gar nicht. Das bestreite ich überhaupt nicht. Habe ich ja auch angedeutet. Wie gesagt, ich habe halt gerade gar keinen Bock auf diesen Kampf. Der macht irgendwie, weiß ich nicht. Taugt mir nicht und das... Ja, sorry. Ich versuch jetzt Motivation zu finden. Ich hatte vielleicht auch einfach nicht so einen guten Tag. Ja, dreimal macht er da was. Und noch einen hinterher. Im genau richtigen Moment, ne? Wunderbar. Ach so, ja, und das trifft auch wieder. Entschuldigung, schon wieder angefangen. Ich habe schon wieder angefangen. was ist denn? Vielleicht hätte ich heute den Stream einfach nicht anmachen dürfen. Aber es gibt halt auch manchmal so Tage, oder? Und Dienstag ist halt der Streaming-Tag. Und den wollte ich auch nicht auslassen. Stream- und Aufnahmetag. Apropos Aufnahme, gerade mal auf die Uhr geguckt. Internalisiert. Manchmal hat man seine Tage, genau. Ich hänge ein bisschen an dem Begriff internalisiert. Ich versuche, drüber nachzudenken, was das bedeuten könnte. Ich habe es verinnerlicht, sowas in der Art, dass ich das jetzt schon drin habe. Frei erfundenes Wort. Okay. Internalized. Also wahrscheinlich geht es um Verinnerlichen, dass ich mir... Ja, okay. Ich habe mir das schon reingedrückt hier innerhalb des ersten Versuchs oder so. Und jetzt habe ich es schon verinnerlicht. Was ist zum... Hör auf, bitte! Nicht mehr prügeln jetzt! Dreimal, wenn er so macht. Dreimal. Und der kommt spät. Der kommt spät. Ja.
Internalisierung bezeichnet man im Sozialwissenschaftlichen, insbesondere in der Soziologie, die Aneignung und Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte, Sitten, Normen und sozialer Rollen im Rahmen der Sozialisation und der Erziehung. What the fuck? Und was zum Teufel habe ich jetzt internalisiert an mir, in mir? Oder meinst du den Dienstagstream, dass der schon so drin ist? Gesellschaftlicher Werte, Sitten und Normen. Ich bin verwirrt. Oder lassen wir das einfach und reden nicht über Soziologie und jetzt wird's langsam wild. Jetzt kommt ja auch noch die ganze Nummer einmal auf Englisch. Okay. Genau, das Sein oder Nichtsein. So, komm her, du. Komm, greif mich an, tu irgendwas. Wir versuchen's mit Ausweichen. Und es bringt einfach gar nichts, weil er mich hart verprügelt. Und ich hab schon wieder einen drauf bekommen. Ich will saufen, nicht hauen. Ja, ich so viel mehr Schaden mache ich als beidhändig gar nicht mit der Waffe, ne? 145 zu 167, ja, 20 mehr Damage. Dabei halte ich lieber das Schild und habe die Möglichkeit, im Notfall einen... Ah, shit. Aua, aua, stopp. Aber was ich auch nicht ausstehen kann, ist auf Treppen gegen Bosse kämpfen. Das ist so nervig, ne? Das ist das Nervigste überhaupt, wenn es irgendwie Treppen im Bossgebiet gibt. Jetzt sterbe ich wegen diesem Gebrutzel. Wegen dem Gebrutzel. Nee, ich hab's überlebt. Ich hab das Gebrutzel überlebt. Oh Gott. Wie lang braucht er denn, um diesen Schlag auszuführen? Und dann führt er ihn genau in dem Moment aus, wenn ich keine Iframes gerade habe. Exakt nach meiner Rolle. Exakt, sobald ich wieder auf den Beinen stehe. Ah, ärgerlich. Bin auch schwer am Überlegen, ob ich irgendwas hab, damit ich noch ein bisschen mehr Schaden machen kann oder so. Ich glaube, ich kann tatsächlich einfach beidhändig rangehen und leg mal das Schild ab. Den Schild ab. Mal gucken, wie viel schneller ich jetzt rollen kann, ob das was gebracht hat. Da könnte ich eigentlich auch einfach am Menü gucken, ne? 57. Ja, das ist, glaube ich, die schnellste Rolle, die man haben kann. Habe ich die auch mit Schild? Ja, alles gleich. Passt.
kann ich dran lassen. Ja gut, ohne den Schild könnte ich natürlich ein bisschen, könnte ich natürlich... bisschen bessere Rüstung anziehen, will ich sagen. Scheiße, Homing-Axt, Homing-Axt. Ich liebe sie, die Homing-Äxte. Er macht einfach so viel Schaden. Ich hatte fast volles Leben und er one-hittet mich. Uff. Uff, uff, uff. Blitz, 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 Blitz. Blitz, 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 Blitz. Mehr Blitz, 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 Blitz. 69. Blitz, Blitz, Blitz. Wildes Outfit. das ist ein hübscher Hut, ja. Oh Mann. Ich muss gleich kurz nochmal gute Nacht sagen, glaube ich. Aua! Na, wenigstens, ja, es macht halt echt keinen Unterschied. Aber das bin ich so gewohnt von Dark Souls, ne? Es ist so scheißegal, was für eine Rüstung du anlegst. Das finde ich wirklich schade. Ach komm, ey. Was sollte das denn jetzt?
Aua. Na komm. Tu was. Ah, scheiße, keine Flakons mehr. Das wird's dann wohl gewesen sein, ja. Ah, bis dahin komme ich immer. Ach ja, was soll man machen? Ich hoffe, das Styroporschild rückwand, genau. Ich hoffe, in der nächsten Folge geht da drauf. Die meisten wissen, was kommt. Das ist nur eine Verabschiedung für YouTube. Bleibt ruhig noch einen Moment dran. Es geht gleich weiter. Und an YouTube sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.